Der ist auf dumm gestellt. Scheiße. Woher hätte ich das denn wissen sollen? Ich dachte, Englisch wird Englisch sein und nicht Englisch UK. Aber wie hast du es umgestellt? Das wird, ich habe einfach nur das, ich hab das UK einfach gekillt. Ich habe da nur noch, dass da Englisch steht. Ja, aber wie hast du es auf einmal UK hinbekommen? Weil ich es direkt auf Englisch installiert habe. Wahnsinn. Aber jetzt wissen wir es. Jetzt müssen wir in Lerot Guide reinschreiben. Das hilft nichts. UK geht nicht. Es muss Englisch sein. Ist meine Grafik runtergeschraubt? Was für ich habe meine nachkontrolliert. Ah, wir haben uns gestern so viel geärgert wegen dem. Ich werde gleich mal kurz hier nach, mal kurz deinen Server später verlassen und mal kurz meine Graphics checken, ja? Oh, bei mir lag das extrem. Weil du ein Video encodieren gleichzeitig. Ja. Das tust du dir wirklich an? Jo, hier. Das hat ja funktioniert bei den anderen Spielen. Oh, aber Most Wanted war. Wieso haben die nicht auf die Rack Edit schon gestern geschaut? Ja, weil ich glaube, es ist eh auf Englisch. Das wird schon ja, passen. Aber das ist halt die Sache. Wenn du auf Englisch stellst, wer rechnet denn damit, dass plötzlich da nicht nur Englisch, sondern Englisch UK steht? Ja, aber jetzt müssen wir das in die Guide schreiben, dass das in den anderen nicht passiert. Für jemand, der es direkt auf Englisch, Englisch installiert, dass dann auf einmal ansteht Englisch UK stehen wird, oder was? Ja, ja. Oh, Wahnsinn, Gott. Das hätte ich mir nicht gedacht, ja. Oh, das kannst du doch keinem erzählen. Wetten, wenn wir das gestern schon gewusst hätten, hätten wir schon längst gestern Most Wanted bringen können. Ja. Oh, Gott, ab. Bei dir läuft das Spiel normal, gell? Oder? Ich habe ein bisschen, denke ich mal, die Frames auf, aber es fühlt sich gerade flüssig an, weil ich dann zu sehen kann, dass meine Graphic runtergeschraubt ist, weißt du? Ja, du weißt doch, das Typische, was Most Wanted macht. Ich sehe zwar Risse in den Straßen, das könnte auch an hochtexturiert sein, aber ich werde gleich einfach kurz mal gucken, weißt du? Das heißt, ich werde gleich ganz kurz vom Server gehen und ganz schnell gucken und sofort wieder joinen, weil es ist ja sowieso nur eine Minute Zeit, glaube ich, war das, ne? Ja. Ja. Und ich habe mich gestern, wer weiß wie, aufgeregt. Ja, es gibt für die Probleme immer eine Lösung, nur muss man halt drauf. Ja, aber wer rechnet damit? Englisch ist Englisch. Ja, okay, dass es ein britisches Englisch und ein amerikanisches Englisch gibt. Ja, das weiß ich. Aber warum installiert, warum ist in der Rack Edit plötzlich Englisch, Englisch UK, bitte? Ja, irgendwas du hast beim Spiel umgestellt, vorher schon. Ich musste es halt neu installieren, weil ich mit einem Fehler von Rumexperimentieren das Spiel nicht mehr geöffnet bekam. Also musste ich es safe neu installieren. Ja, ja, aber jetzt haben wir einen Fehler für alle anderen rausgefunden. Das ist immer super. Ja. Ich glaube, es gab schon mal wen, der hat es auf Englisch gehabt und konnte nicht joinen. Sorry für den String Rage, Mann. Ja, weil ich es nicht verstanden habe. Jetzt verstehe ich's. Ja, aber wenn irgendwas solche Fehler passieren, dann müssen wir nachfragen. Du bist übrigens 3000 Meter weg. Ja, weil es bei mir extrem ruckig. Oh Gott, wie lange dauert die Inkludierung bitte noch? Ja. Oh. Aber dann willst du das dann so veröffentlichen, das Video? Also nicht das, was du jetzt inkludierst, sondern jetzt hier Most Wanted. Ich weiß nicht. Wahrscheinlich nicht. Na ja, gut, ich nehme ja sowieso auch mit auf. Klar, hat mir Kami den Platz geklaut. Ah, ich habe wieder auf meinen neuen Controller umgestellt und der alte fühlt sich besser an. Hat sich der Demon bei dir gemeldet? Nein, der hat mich, der ignoriert mich, sag ich doch. Ja, bei mir auch. Ja, es ist. Ja. Ja. Ach, keine Ahnung. Ja, ist ja nicht. Er ist nicht gewohnt, dass du vor ihm bist. Ach, der hat mich schon damals ignoriert gehabt, bevor es erst weiter, wo ich ihn schon gefragt hatte, ob er Bock hat. Ach so. Ja, wollte irgendwas. So, ich wollte raus. Ich beeil mich. Ich will nur kurz meine Graphics checken.
Nee, die sind sogar oben. Dann habe ich falsch geschaut. Ich bin sofort wieder da. Zack. Achso, ich muss. Die Strecke. So, da bin ich wieder. Ja? So, was schon nämlich für die Strecke? Einmal links. Hat sich schon wer gemeldet noch? Die Ruti wollte mitspielen. Ja. Das wird er wohl verstehen. Weißt du, wir haben die eine Strecke, wo wir öfters eingeschaut, dass du die kennenlernst, gell? Ja, und dann kommt die zweite Strecke mit der schnellen Karre und ich rase so weg. Aber gut, uns ist ja aufgefallen, dass ich mit der Karre ja teils überhaupt so nicht die Probleme habe, ne? Ja. Aber der hat viel abgebrochen. Ja. Auch wenn ich nicht weiß, was NB heißt. Was? NB? NB. Ja, ich habe das Spiel auf Deutsch. Das war deswegen. Disconnected. Der wird Escape gedrückt haben und beendet haben, damit er. Ja, sicher. Ja, machen manchmal Leute. Man muss eines dazu sagen. Es war nicht nur, wenn ich letzter bin. Die letzte oder vorletzte Strecke war ich hinter ihm, er war vor mir und er hat abgebrochen. Ja, hat sich vielleicht geärgert, wenn er einen Fehler gemacht hat. Und ich habe ihn sogar im Spiel angeflüstert, warum brichst du eigentlich so viel ab? Kam auch keine Reaktion. Ja, er braucht doch wieder Zeit, dass er sich beruhigt. Ja, er muss sich auch noch logischerweise da reinfuchsen. Ja, sicher. Weißt du, wir haben das schon ein paar Stunden lang gespielt. Er hat keine Ahnung, wie lange nicht mehr gespielt eben. Ja, aber wir zwei, du hast das sicher 3 Stunden schon gespielt vorher. Das ist der dritte Part, den ich jetzt habe. Ja. Das ist normal im Porsche, dass du am Anfang. Hast du jetzt eigentlich auch die Speech ausgetauscht oder hast du immer noch den englischen Ankündiger? Nee. Ich habe das nur angepinnt dort, dass ich das habe, wenn ich es brauche. Ich hab's nicht so eilig. Ich habe sogar jetzt den Fehldata-Ordner angepasst. Der Fehldata-Ordner bringt den Rest der GUI auf Deutsch. Okay. Jetzt habe ich auch zum Beispiel beim Spiel Start nicht mehr Loading, sondern lädt gerade. Jetzt steht da zwar nicht mehr Porsche Unleashed, sondern nur noch Porsche. Ja, nur wir wissen noch immer nicht, wie du die Aufstürze behoben hast, gell? Die sind hier, entweder sind sie jetzt Bobo oder ich hatte heute einfach scheiße viel Glück. Na, wie 1,5 Stunden keine einzige Aufstürze. Ja, eben, deswegen. Also ist entweder die Frage, irgendwo ist es jetzt Bobo? Weil die einzige Änderung, die ich jetzt noch gemacht hatte, war der Kompatibilitätsmodus und das Ding als Altman. Ey, genau, okay. Okay, das ist das was du mir ja vorgeschlagen hattest. Dann muss ich das in die Guide reinschreiben. Das muss ich unbedingt, ich darf ihn nicht vergessen, ja. Ja, aber es muss nicht sein, dass das wirklich der Grund sein wird. Ich denke mal, das ist von Person zu Person unterschiedlich. Zum Beispiel Dennis wird diesen Kompatibilitätsmodus zum Beispiel nicht haben. Und bei ihm crasht es ja nicht. Auch wenn er jetzt deine Version wohl nutzt, weil deine Version mit dem IPL-Client keine Probleme macht. Seine Version spinnt mit dem IPL-Client, warum auch immer. Ja. Aber das ist, aber die Leute haben genau dasselbe Problem. Nach dem Rennen stößt das Spiel ab. Und zu der werde ich sagen, Kompatibilität. Es kann sein, dass das der Fehler ist. Oder dass man damit den Fehler killt. Muss aber nicht. Ja. Ja, dann brauche ich noch einen, der was das hat, dann mache ich das, ja.
Was zum Beispiel? Ich bin übrigens mit Liruti schon am Schreiben. In dem. Ja, hat die Rolle. Weißt du? Ah, ich muss schreiben. So. Okay, bei Revit steht English US. Und trotzdem sieht er euch. Bei wem? Ja, ich bin mit Revit schon am Reden, am Schreiben wegen der Sache. Ach so, Liruti, bei mir steht nur Englisch. Ja, bei mir jetzt auch. Bei Liruti steht English US. Okay. Ich kann aber nur das sagen, was damit klar war. Kaum habe ich das UK gekillt, warst du für mich sichtbar. Ja, das glaube ich. Liruti hat das US drinstehen und sieht noch und findet dich trotzdem. Ja, aber vielleicht ist Englisch und er ist UK. Ja, wie gesagt, es gibt halt eben nun mal das amerikanische Englisch und das britische Englisch. Ist ja bekannt. Das merkt man ja an manchen Wörtern wie Cookies oder whatever, so weißt du? Oder dieses can't und can't ist ja ein Unterschied und bla bla bla. Ist ja nun mal eben bekannt. Dass die Betonung und die Aussprache und Co. ja manchmal ein bisschen anders ist. Kami steht. Bitte? Kami steht als Wörter wieder. Ich habe nur Video ein. Das ist diese Scheiße, was ich nicht verstehe. Alle anderen Spielen ist es scheißegal, welche Sprache man besitzt. Aber warum Most Wanted? Warum will Most Wanted, dass ein und dieselbe Person, dass die Person, die mitspielen wollen, ein und dieselbe Sprache besitzt? Nein. Das ist das, was ich einfach nicht im Kopf kriege. Underground 2, Porsche 4, 3 und 2. Ist es doch scheißegal, ob es in Englisch oder in Deutsch ist. Alter, ich habe mein Porsche jetzt komplett auf Deutsch gekillt. Und ich konnte heute komplett mit dir fahren. Ja. Mein Need for Speed 2, 3 und 4 ist auf Deutsch und ich kann mit dir perfekt mitfahren. Ja, ich kenne das auch nur von Most Wanted. Ich verstehe nicht, warum Most Wanted diesen Bullshit besitzt. Ja. Vielleicht kann das ja irgendeiner in deinem oder meinem Video mal erklären, wo die Logik dahinter steht. Ja. Wobei ich nicht mal weiß, ob du dein Video veröffentlicht willst, wegen dieses Geruches. Ja, wenn es zurückkriege ist, so, dann ist es. Ja, dann kann ich es posten. Aber das dauert, bis ich meins. Wobei, nein, dann werde ich meins früher veröffentlichen müssen, als mit dem eigentlichen Rhythmus. Damit das halt früh genug für die Leute sichtbar ist, wer sich es anschauen will. Das habe ich mit dem Need for Speed 2 Video ja auch getan. Es war geil übrigens, ne? Die Nacht hat Full HD gekickt und am nächsten Morgen beziehungsweise Mittag, wo ich den PC angemacht hatte, hat es seinen VP9 bekommen. Okay. Boah, das heißt, das Video hat jetzt die Qualität, die man sich logischerweise wünscht. Nicht schlecht. Aber du kannst ja, wenn du eine Strecke kennst in Porsche, du bist ja ganz knapp hinter mir, gell? Obwohl ich versuche, so gut wie möglich zu fahren. Ja, der eine Crash war unnötig, wo wir das zweite Mal die Alps gefahren sind. Ja. So, wo ich komplett halbwegs in die Lüfte und mich halbwegs überschlagen habe. Das hat keinen Sinn ergeben, warum das passiert ist. Ja. Wieder Edit. Ja. Diese Stelle nutze ich auch als Thumbnail. Okay. Ich hab dir ja die Auflistung gegeben, wie meine Videos kommen. Wieso? Ja. Beziehungsweise, ich find's interessant.
dass du mich nicht gefragt hast, warum in dem kommenden Hot Pursuit 2 Video ein Pfeil nach links im Thumbnail existiert. Achso. Das ist... Weiß ich nicht. Ich habe die Todeszone verhunzt. Achso. Und diesbezüglich ist die ganze Zeit, habe ich den links 3 besessen. Ja, und du musst es jedes Mal extra einstellen? Ja. Das darf ja nicht sein. Und somit habe ich den Part, nenne ich den Part Controller sagt links und im Thumbnail füge ich einen linken Pfeil hin. Hast du schon probiert, wenn du das einstellst, dann auf Profil aktualisieren? Ja, schon zweimal. Ich weiß leider nicht, wie man das fix einstellt. Der Demon hat das bei mir gemacht. Und ja, vielleicht müsste er das auch in die Inni mit reinsetzen. Ich habe keine Ahnung. Aber dafür sollte der Kerl erstmal aufhören, mich wieder zu ignorieren. Ja. Und das tut er schon, bevor der Host zu Porsche existiert. Ah ja. Okay, also eins muss ich sagen, ne? Kami ist in dem Game nicht schlecht. Ja. Auch wenn sein Ping grottig ist. Okay. Übrigens, mein Ping war irgendwann, irgendwann stabil, hast du gemerkt? Irgendwann war das Video hochgeladen. Ja. Ich hätte mein Video nicht inkludieren sollen, wenn ich Most Wanted spiele, das Spiel. Ich kann sowieso nicht zocken, wenn ich inkludiere. Das geht bei den meisten Spielen, aber Most Wanted... Most Wanted ist ja sowieso schon von der Engine kaputt. Ja. Also was heißt kaputt? Schwierig, sagen wir es mal eher so. Rudi ist zu spät, oder was? Weiß ich nicht. Ich habe ihn jetzt nicht gefragt, aber mit meinem... Achso. Ich habe ihm bloß ihm geschrieben, wie ich scheinbar den Fehler gefixt bekam. Ja. Hallo, ich möchte bitte wieder auf allen Reifen fahren, danke. Und ich installiere das Spiel neu, weil ich dachte, daran liegt's. Ich bin doch manchmal zu dumm, weil... Ich hatte nämlich noch eine weitere Mod installiert gehabt eigentlich. Ich weiß nicht mehr, welche das war. Bei mir wollte Porsche nicht funktionieren, 4 Wochen lang. Ich habe es manchmal probiert und dann habe ich es gelassen, weißt du? Irgendwann schaffe ich das, so wie man das, habe ich mir gedacht. Einfach ruhig bleiben, das wird irgendwann schaffst du das, weißt du? Ich habe jetzt nur eine weitere Mod drin und das habe ich witzigerweise ja in jedem Need for Speed drin. Übrigens jetzt, in jedem in Underground 1, 2 und Most Wanted. Ich habe übrigens aus Joke in Underground 1 jetzt einfach X-Store-Options dazu getan. Okay. Einfach nur, damit sich das gleich wirkt, auch wenn man das da nicht braucht. Ich habe halt in Most Wanted halt auch das HD Reflections drin. So, Video ist fertig und es ist wieder flüssig. Also flüssig wie vorher, ne? Mein Programm hat Ping gemacht und jetzt ist wieder alles normal. Aber da ich bin viel zu schlecht im Most Wanted. Viel zu schlecht. Ich bin lost. So. Ja, ich muss Auto wechseln. Wie machst du das denn? Willst du dann erst ab den Abschnitt dann für YouTube machen oder lässt es komplett sein? Ich weiß es nicht. Ich weiß gar nicht, wie ich das alles machen soll, die 3 Videos von heute. Ja, ich löse das einfach wirklich, dass ich daily ein Video bringe. Ich muss das stärkste Auto nehmen, das mit euch mithält. Ja, das ist der BMW, glaube ich, gewesen, ne? Ja. I'm folding this.
Endlich wieder normale Geschwindigkeit vom Spiel. Nummer 9. So. Ich fahre jetzt einfach nochmal den Murcielago. Ja. Bis diese Performance im Multiplayer so grottig ist, Alter. Wohin wird wieder interessant, wenn Tomato mitspielt in Hashtags. Eigentlich will ich mir mal langsam ein bisschen Hauspause gönnen, aber ich will ja mindestens auch einmal bei und so, ne? Wow. Oh, wohin? Bei Highstacks einfach nochmal mitmachen, damit ich halt für Sonntag ein bisschen drin bin, weißt? Ja. Wenn ich da auch zu Controller switch halt, also wenn. Das will ich mit dem nächsten Host. Aber du und Tomate sind jetzt sonst ziemlich gleich in Highstacks, oder? Das schwankt. Also es gibt Bereiche, da bin ich vor Tomate und es gibt Bereiche, da ist er vor mir. Nur ich will jetzt halt es damit klar machen, ob ich jetzt auch da auf Controller switch mit dem nächsten Host. Ja, du hast natürlich vielleicht schon zu keine Ahnung. Bitte? Weil wenn du sowieso letzter bist, dann kannst du schon, aber weiß ich nicht. Normalerweise brauchst du schon ein bisschen länger als ein paar Tage. Ja, aber jetzt am Sonntag ist halt eben Need for Speed 4. Ja, du, musst du entscheiden, weißt du. Aber Platz wirst du sowieso nicht verlieren, oder? Oder? Na gut, HP2 fahren muss ich auch gerade wieder, ich weiß. Und findest du? Seitdem, als Dennis drauf war, war ich fast nur noch hinten. Ja. Der ist so sehr, richtig gut, ja. Vielleicht wollte er vielleicht besonders gut fahren, wie er sie eingeklappt hat. Die Frage, ich bin ja mal gespannt, wie er das mit nächster Season macht. Er hatte vorgehabt, zur nächsten Season ein neues Spiel einzubinden. Oh mein Gott. Ja, ja. Hatte er überlegt. Er wollte eigentlich damit noch Need for Speed 4 pausieren, weil er halt da nicht ganz klar kommt. Ja, aber denkst, wenn Porsche kommt, dann hast du. Porsche wird da safe nicht einbinden. Alter, ich verliere gerade komplett Kontrolle mit der Karre. Was ist das jetzt? Die Sache ist halt einfach. Also er hatte World Racing 2 im Kopf, aber das hat er, denke ich mal, jetzt erstmal ausgeschlagen, weil ich weiß nicht, ob es schlau ist, zwei Simulated Games einzubinden. Und es kann auch sein, dass er es einfach lässt. Das weiß ich halt nicht. Also die Idee hatte er, ob er die es aber durchzieht, weiß ich nicht. Ja. Oh, die Anzeige ist komplett kaputt. Vor mir ist einer und ich bin angeblich Erster. Okay. Ich sag ja, Kami zerstört immer wieder die Liste oben. Aber ich habe keine Lags wegen ihm. Weißt du, nee, aber er lag des Todes. Ja. Schlecht ist er nicht, das will ich auch gar nicht sagen. Aber seine Lags sind nicht von schlechten Eltern. Wohnt er, lebt halt weit weg. Och Gott! Ich baue aber auch gerade Unfälle, as fuck, Alter. Du bist der Erste. Nein, bin ich nicht. Kami ist vor mir. Okay. Sag doch, die Anzeige ist oben gerade kaputt. Du kannst nach der überhaupt nicht gehen. Okay, hey, da bin ich leid. Da hilft nichts, sag du, das beste Auto nehmen. Ich frag mich, warum du immer noch 8000 Meter weg bist. Das Spiel liegt mir einfach nicht. So, ja, ich aber glaub, sonst warst du doch noch nie so ekelhaft weit weg. Matt? Glaube ich nicht. Ich bin mir jetzt aber auch nicht ganz so sicher. Vorbei. Ach, fuck.
Ich bin mit der großen Kilometeranzahl bei Kami im Glück gewesen. Du bist nur bei 1200, das geht sogar. Hier liegt Kami jetzt Underground 1, ist auf jeden Fall besser. Was, du hast auf 3 Runden gestellt? Gegangen, dass ich. Gut, dass ich es gemerkt habe und nicht einfach meinen Controller aus der Hand genommen habe. War vielleicht zu viel, jemand sagt, die Strecke ist nicht so lang. Gut, dass ich den Controller nicht aus der Hand genommen habe. Als hätte ich's vermutet. Ich sag noch, er ist im Ziel. Gut, normalerweise hätte ich den Controller jetzt aus der Hand und kurz geguckt, weil mich ein anderer Kollege im Discord anschreibt. Nein, es ist nicht Dennis. Leider. Wow, Controller und ein ganz ruhiges Wagen. Also eins muss man sagen, der muss hier halten. Der muss hier lagern, ist nicht schlecht. Ich habe übrigens in Underground 1 die Safe-Profile ausgetauscht. Ja. Damit ich fürs nächste Mal ein bisschen mehr Auswahl habe, als immer nur den Helix. So ein Noob in Northground. Wahnsinn. Es gibt ja keinen, der was so schlecht ist in Northground. Ja. Ich muss dazu sagen, ich weiß nicht, wer eigentlich alles noch Most Wanted mitspielt, so. Oder ob wir eigentlich die einzige Truppe irgendwie sind. Schon alle Böse. Der Zipa ist richtig gut, der spielt der manchmal. Und dann der Vorwand ist auch richtig gut. Ja, aber die spielen das irgendwie alle nicht mehr mit, oder was? Oder liegt es jetzt an der Uhrzeit, weil wir 22:30 haben? Beim letzten Mal, wie ich gehostet habe, da haben wir nicht einmal genug Plätze gehabt. Da wollten noch 2 mitspielen. War ich nicht sogar dabei oder war ich da bei den Hosten nicht mit dabei? Ich hab keine Ahnung. Das weiß ich nicht. Das ist, wo der Liruti rausgegangen ist und eine zweite Lobby aufgemacht hat. War das die Phase, wo Tomete versucht hat zu joinen? Nein, nein. Vorher. Ja. Das. Da waren 2 Lobbys noch. Ne? Ja. Schaffst du es noch? Schaffst du es noch? Nein. Ja, aber so knapp war es noch nie. Ja, mit den anderen Autos bin komm ich nicht einmal so weit. So, jetzt changen wir wieder das K bei mir. Komm, versuchen wir mal die Karre hier. Nächste Strecke. Wieder 2 Runden. I'm the biggest no- Ja, sicher. Also, aber ist nicht so. Ist nicht etwas, was mich so stört. Oh, laut Kami soll das die härteste Strecke sein. Okay. Kami hat mal normales Auto. Komm, da bin ich immer noch nicht drauf klar, dass die Mac-Edit wirklich das Scheitermodul war. Ja. Das ist aber, wenn alle, ja, sicher. Und ich habe alles versucht. Die Mac-Edit, ich habe in der Mac-Edit die ganze Zeit gedacht, dass da nur Englisch steht und nicht Englisch UK. Wie soll man dann drauf kommen jetzt? Ja, das ist es nämlich. Wer rechnet damit? Wenn du, ja, wenn du das Spiel installierst. Achso, weil ich nachgeschaut habe. Du wolltest irgendwas schauen. Dann habe ich gesagt, ich schaue auch nach. Die Sache ist halt einfach, wenn du, egal ob es jetzt eine Multilanguage-CD oder eine Multilanguage-ISO ist, whatever, so, weißt du? Ja.
und du stellst auf Englisch ein, was denkst du? Dass es nur eine Englisch-Version gibt, oder? Ja. Dass dann da zum Beispiel für die Mac-Edit nur Englisch stehen wird, oder nicht? Ja. Ja. Aber wer rechnet damit, du stellst auf Englisch und was kriegst du? English UK. Und English UK ist scheinbar das Problem. In das Spiel hast du viel gespielt, oder? Das Spiel habe ich, glaube ich, 3 oder 4 Mal durchgespielt. 2 Mal auf YouTube. Einmal mit der Pepega Edition auf Twitch. Aber die Pepega Edition kannst du logischerweise nicht vergleichen, weil da die Karren natürlich anders angepasst sind, ist ja klar. Ich glaube einmal auf der GameCube. Und ich glaube, dann war es das. Ich habe es noch nie durchgespielt. Und online habe ich es auch nicht viel gespielt. Ne? Online habe ich ja damals nie sehen können zu dem Zeitpunkt. Als das Spiel released wurde, hatte ich es noch nicht für den PC. Da habe ich so gesagt, es auf von einem guten Freund damals auf der GameCube gespielt. Und da ist Multiplayer ja so groß gar nicht gesagt, weißt du ja. Erstens kannte ich den Multiplayer nicht. Ich kenne so gesehen erst seit IP-Launch den Multiplayer. Ja. Oh. Oh, ein G-Jump. Bueno. Stevie fährt den Porsche in Demon davon. Es war so. Mach Dennis nicht, mach jetzt Dennis nicht fertig. Ja, aber das ist ja irgendwie unerwartet, weißt du, du bist ja im Clan immer hinten, ne? Und er immer vorne, vor allem in Episode 2 und nice. Aber jetzt fahren wir mal einfach mal das Ding. Was hast du jetzt für Auto? Porsche. Nächste Strecke, oh, 14 Kilometer, 2 Runden, ob das zu viel ist. Keine Ahnung, wie du das rechnest. Ich habe mir übrigens ernsthaft die Most Wanted Rolle schon gegeben, deswegen habe ich auf dem IP. IP-Launch, Discord und Ping. Haust wieder. Ja, hab ich mir wieder, ja. The biggest lagger in the game. Oh yeah. mein Gott, sein Ping ist halt scheiße. Was willst du machen? Da kann er auch nichts mehr. Ich weiß gar nicht, woher kam Kami noch? Marokko. Wo ist das? Ich bin mir nicht sicher, wo das ist. Oh, wer fährt denn da den VW Golf? Ich. Den Golf von Sunny. Mit dem habe ich damals einmal in Most Wanted komplett durchgespielt. Okay. Natürlich hochgetunt, ist jetzt kein Geheimnis, ja. Also, aber, aua. Ich hatte die Karre und habe damit die komplette Blacklist gekillt. Okay. Da sieht man aber auch halt dann die Sache mit Gummiband, ne? Wenn du sogar mit einem Vorwiegolf. Also schlecht ist er nicht. So schlecht ist der Vorwiegolf nicht. Ja. Ich kann mich noch im Most Wanted erinnern, da gibt es ja die Busstation, da kannst du rauffahren und dann kommt so viel Polizei. Dann ach, die Busstation, diesen Bug da, ja. Dann ist alles voll mit die Polizei. Ach, das Spiel hat hier und da seine Bugs. Du kannst angeblich
irgendwie. Du hast ja 5 Rennen gegen Razer, glaube ich, wenn ich mich irre. Du kannst ein von diesen Rennen so bugabusen, dass du angeblich nicht 3 Runden, sondern nur 2 Runden hättest, während Razer trotzdem 3 Runden fahren müsste. Okay. Na, es gibt so viele kuriose Bugs. Ich habe schon mal den ganz kuriosesten Bug gehabt, aber der war ekelhaft. Ich will ein Drag-Rennen fahren. Mhm. Ja, ich habe verloren gehabt, weil wir waren zwar im Rennen, aber bei mir hatte das Spiel nicht das Rennen richtig reingeladen gehabt. Dessens hatte ich für mich immer noch die Overworld und das hat irgendwie nicht funktioniert dann. Okay. Oh, oh. Das Spiel hat halt ein paar kleine Bugs. Willst du machen? Wieso bin ich so schwarz an den Ausdrücken? Au. Fährt sie das ähnlich wie Episode 2 für dich? Most Wanted hat locker ein komplettes anderes Ending. Tut mir leid, aber das kannst du nicht vergleichen. Aber Most Wanted hat ein ganz anderes Ending drauf. Wow. Nur weil ich mich gekratzt habe, habe ich einen Unfall gebaut. Nein, aber Most Wanted hat ein recht... wenn du es vom arcadigsten Style her gehst, ist Most Wanted sehr arcadiger als Hot Pursuit 2. Deswegen bin ich auch in Most Wanted und Underground 2 recht strong, einfach weil ich glaube, ich mit diesem arcadigen Handling sehr gut klarkomme, weißt du? Ja, vielleicht spürt es auch, dass du das Spiel so viel gespielt hast. Ich habe das mit weniger durchgespielt als Underground 2. Bleibt denn der Ravage? Bleibt denn der Ravage? Einfach mal eine der integrierten Musiknutzen der Welt. Einmal im Zischer. So. Ich weiß nicht, wie gut der Benz ist. Ich versuche mal den Benz. Ich kann ja nicht mal mit dem besten Auto mithalten. Wo soll es eigentlich GRU2? Warum eigentlich U2? Was ist U2? Ja, du schreibst GRU2. Ah, Good Race U2. Also. GR2 heißt es. Mhm. You're King look okay, so I guess this is just a Redman lag thing. Ja, sein Ping ist echt crap. Kann auch mit der Entfernung einfach zu tun haben, wirklich. Eine Hupe hätte cool bei dem Spiel gewesen, aber hat sie nicht. Ja. Guck mal, welche Karre ich da fahre. Schönes Auto. Was, der Benz hier oder was? Ja. Ja, aber der hat ein leicht klobriges Handling, so ein bisschen, aber ohne. Und der rutscht ein bisschen. Das
schlecht ist er nicht. Also man muss nur, man muss halt locker wissen, wie man mit dem klarkommt, weißt du? Ja. Aua. Gegen uns beiden kommst du einfach nicht an, ne? Ja, ich komm gegen niemanden an dafür. Ja, Dennis wirst du nie mehr in diesem Spiel sehen im Multiplayer-Bereich. Was, ja? Dennis wirst du hier nicht mehr sehen. Im Porsche vielleicht auch nicht mehr. Ja, doch, wenn er sich da reinfuckt, schon. Weil er ihm geht hier Entweder wieder trainieren, dass er besser wird, Er wird sich da reinfoxen, na klar. Oder er spielt es nie mehr. Ach, er an sich hat er gar kein Problem mit Porsche. Ja. Aber der wird sich da reinfoxen. Da gebe ich die Brief und Siegel drauf. Okay. Die Sache, wie es heute war, das wird er eben. Das wird er sich nicht lange geben. Da ist Dennis sehr eigen. Ja, schauen wir mal. Entweder das oder ich spiele das nicht mehr. Erste? Mhm. Achso. Das ist Kami. Ganz knapp, oder? Kami ist vor mir. Aber ganz knapp, aber oder? Ich sehe ihn. Wenn die Liste stimmt, ist er so knapp 150 Meter vor mir. Gerne das Shift-Spiel. Das haben wir schon länger gespielt. So, zwischen Kami und mir sind er 3,48,56, ich habe 3,48,80. Okay. Ja, Shift halt, ich halt Abstand wegen dieser Connection-Probleme bei mir. Hm. Ich möchte nur wirklich den. Ich bin last, steht da. Oh, jetzt fahren wir mal den LX7. Ich muss was sagen. Stock, Karriere, immer Karriere. So schicke Töte, so brav, Ford Mustang GT. Okay, heute sind zwei neue dazukommen. Und rennen wir. Hallo, hahaha. Och, nö, Moment mal. Ah, geil, jetzt doch.
So, ich hatte gerade den typischsten Discord-Bug überhaupt. Okay. Ja, Discord und mein Mikrofon mögen sich überhaupt nicht. Während ich im OBS noch zu hören war, hast du mich in Discord nicht mehr gehört. Okay. Das kann ich nur durch zwei Arten fixen. Art Nummer 1, ich connecte neu in den Voice. Was jetzt natürlich schwierig ist, während ich auf dem Server bin. Ja. Art Nummer 2 ist, Mikrofon aus und wieder einstöpseln. Okay. Ich weiß aber auch nicht, warum ich diesen Bug habe. Ich dachte erst, es liege an meinem Mikrofonkabel, aber nein. Dadurch, dass ja zum Beispiel in OBS und so ich ja immer noch zu hören bin, weiß ich nicht, wo Discord den Knacks hat. Wie oft passiert das? Ach, kommt immer darauf an, was ist es Ländern. Leider habe ich da keine wirkliche Regelmäßigkeit drin. Es gibt mal Phasen, da passiert das mit zwei, dreimal am Tag oder nur einmal oder gar nicht. Das ist wirklich so random, ich kann es dir nicht sagen. Ja. Auf jeden Fall hatte ich diesen Bug gerade, deswegen habe ich gerne Discord im Blick, einfach um zu wissen, ob ich noch da bin oder nicht. Ja. Aber heute hast du zwei Sachen gelöst, Most Wanted und Abstürze beim Porsche. Eventuell. Der Porsche, das weiß ich nicht. Ja, aber wenn es in anderthalb Stunden nicht abstürzt, dann wird es nicht mehr so oft abstürzt. Es war ja alle drei, vier Rennen bei dir. Das war aber auch echt drin, aber ja. Das ist eines der Anfangsrennen, glaube ich, ne? Der ist da? Das Rennen hier. Und ich mach das von hinten, Nocterei, keine Ahnung. So. Weil ich so schnell durch war und Kami. Ah, jetzt ist er im Ziel. Wow, ich gebe mir Mühe und er ist so bei der Tankstelle, hat er wohl verkackt. Ich bin wieder last. Oh mein Gott. Ich mit der diesmal. Streiken dann. Oh, ist 16 Kilometer. Da machen wir eine Runde, oder? Ich weiß nicht, ob das ein Rundkurs ist. Mach ruhig sonst zwei. Aha. Eine Runde Rundkurs ist bescheuert. Okay. Weil ein Rundkurs nur auf eine Runde ist kompletter Bullshit, glaubt mir. Hab ich gemacht, ja. Ich meine, 16 Kilometer werden so bei 2 Minuten sein, so ist es nicht. Aber ein Rundkurs auf eine Runde ist bescheuert. Ja, was machen wir mit dem Strecken, da gibt es ja Strecken über 20 Kilometer. Ja, willst du auch zwei Runden fahren? Fragst du mich jetzt was? Jetzt hast du mich erwischt und ich habe keine Ahnung. Danke für diesen Moment. Wer fährt denn? Oh! Wer tut sich's an? Kabel. Ja, damit hat er verloren. War nicht Auto, aber waren die Cop-Autos nicht einer derjenigen, die nicht mit hochgeskaliert werden? Die Route gemeint, ja. Ja, damit ist Kami dann out. Damit ist Kami dann out. Eventuell. Folgt mir davon. Wobei ich mir nicht sicher bin, er ist vor mir. Jetzt einfach mal einen Kopfwagen. Ich muss mir dein Video anschauen, wie du dort fährst. Welches? Das Porsche oder das Mustang? Ah, der ist da. Das hier jetzt. Ja, das ist, was wir jetzt spielen, war gut. Jetzt wird man sich führen, vor allem. Mies. Und beide mit ähnlichen Gameplay.
Ach, scheiße. Nimmt er? Ja, er nimmt es. Ich hab's vercheckt. Das ist die Strecke. Die einzige Strecke, wo das existiert. Und ich verrate dir nicht, was ich meine. Okay. Wobei, du wirst es bestimmt sehen, so ist es nicht. Die Abkürzung, wahrscheinlich. Nein. Au. Und, hast du gefunden, was ich meine? Nee. Ich mach sowieso Fehler. Sagen wir mal so, das ist eines der Razer-Rennen. Okay. Hm. Ich kann es dir ja verraten, bei diesem S-Kurven-Ding da ist die Abkürzung offen, den Berg hoch. Ah. Das ist nur bei diesem Rennen so. Sonst ist das immer abgesperrt. Immer. Und das habe ich vercheckt, dass es das Rennen hier ist. Vielleicht habe ich sogar spät, vielleicht ist es spät gewesen, dass an der Uhrzeit mal aus Wanted zu holen. Vielleicht hätten wir es wieder mehr Leute gehabt. Ja, ja. Danke schon. Au. Cool wäre gewesen, wenn Tomate dabei gewesen. Ach fuck, wieder vercheckt. Ja, genau. Er wurde ja auch. Ich habe die Abkürzung wieder vercheckt. Ja. Aber gestern ist er auch so spät dazugekommen, oder? Guti? Der ist nur deswegen dazu gestoßen, weil er versucht hatte, mit uns dieses Problem wegen mir zu fixen. Da war er dann dabei. Ja. Aber der war. Wir haben gestern World Racing 2 Underground 1 und noch was. Und Hauptklasse 2. Genau. Hauptklasse 2 war ja nicht dabei. Bei World Racing 2 war ja dabei, aber bei Underground glaube ich nicht. Da war Tomate dabei. So, jetzt sehen. Du wirst mit dem Rennen einfach mit dem Spiel nicht warm, oder? Nein, das werde ich nicht schaffen. Es fühlt sich nicht so. Auch wenn ich es so üben würde. Das liegt mir einfach nicht. Zipperfohlen. I can't this game. This is can't this time. Have fun. Ja. Ja. Ja, ich spiele da öfters mit bei Most Wanted. Okay. Ich hoffe, die Strecke habe ich gewechselt. Ja, weißt du. Aber er ist total stark in dem Spiel. Super. Na okay. Na denn. Guck mal, welche Karre ich da drin bin. Im neongrünen Biest. Bitte? Das ist ja sein Auto. Ich hab Clio Auto. Clio ist seins? Ja. Im echt auf einen Clio. Ne? Hat der ein Clio von mir? Ja, oh. Er hat ja ein Clio. Ich hab einen Punkt. Oh.
Der Motor ist aber sehr interessant vom Clio. Alter, Sonne, verschwinde aus meinem Sichtfeld. Und die Sonne steht gerade so ekelhaft. Jetzt sehe ich wieder was. Aua. Ich hatte gerade irgendwas im Mund gehabt. Weiter geht's. Wartet da sicher die Kurven nicht, da sicher die Kurven so spät, dass sie reagieren könnte. Warum denn so spät? Ja, aber die anderen Spieler liegen ja schon vorher. So schlecht sind die Kurven aber nicht gekennzeichnet. Ja. Das ist aber übersichtlich, ja. Sonne wieder. Na, ist besser, wenn du das Video holst. Meinst du? Du meinst wegen der Anfangsphase oder was? Also, weil du wärst besser. Du schaust ja besser aus, wenn einer besser wird. Du meinst es wieder, du hast ein besseres Thumbnail. Dadurch, dass ich meinen Kanal halt immer anders handhabe, ich glaube, als du, ist klar, dass ich halt ein Custom Thumbnail benutze, ne? Hast du da vorgefertigte Sachen oder machst du das extra? Ich habe mir immer mal so Rahmen fertig gemacht. Du siehst ja dieses färbliche Rahmending da. Und dann für die jeweiligen Games stelle ich dann was vor, ready in meinem Bildbearbeitungsprogramm und nimm dieses dann immer als Vorlage weiterhin für die jeweiligen Games. Deswegen sind so Sachen, die bestimmte Stellen immer an der gleichen Sachen immer an der gleichen Stelle. Ja. Oh nein. Ich bin last. Nein. Was ist das für ein Absturz? Gut gegangen. Passiert, mein Gott. Aber ich weiß nicht, was das für ein Spiel war, wo ich warten muss. War das mal, oder Underground 2 war. Da muss ich warten. Ich glaub, das war U2, ja. Bei Most Wanted, keine Ahnung, diesen Bug habe ich jetzt gerade gehabt. Da kann ich nichts mit, das cutte ich später raus. Ja. Deswegen. Ja. Passiert, mein Gott. So. So bei 58 muss ich das können. Ja, ich werde das und noch ein Rennen fahren, dann höre ich auf. Okay. Ja, ein bisschen über eine Stunde war das noch. Das sind jetzt 59 Minuten gerade. Hm. Das ist natürlich nicht auf mir. Du hast das rote Auto, schwarz-rote Auto. Banne. Ich wechsle halt die ganze Zeit durch. Einfach rein wegen der Abwechslung, weißt du? Kann aber sein, wenn ich posten soll. Das ist ein, zwei Tage braucht, ne, bei YouTube-Verarbeitung und so. Ja. Ich lade es morgen hoch. Und dann weiß ich nicht, ob ich es morgen schon veröffentlichen kann oder ob ich es erst einen Tag danach veröffentlichen kann. Das kommt drauf an, wie lange gebraucht, ne? Ja. Ich hoffe mal nicht so lange wie das Need for Speed 2 Video. Underground 1 Video werde ich noch veröffentlichen, wenn es soweit ist. Ja, das hängt bei mir noch in der Verarbeitung. Also in der Erstverarbeitung fest. Ja, bei mir auch, ja. Das war aber auch das letzte, was ich hochgeladen habe.
Ja, vielleicht mache ich das Most Wanted trotzdem auf YouTube, weil du kannst das in Dings in Discord und was kann das machen. Ach, das ist die Kurve hier. Die hätte ich auch abkürzen können. Alter, ich fahre gerade gegen die Wände vorsichtig. So, jetzt geht's wieder. Wir hatten die mittlere Mautstelle hier mitgenommen. Die Korvette untersteuert ein bisschen. Er fährt durch die Promenade. Das hat mich heute im Porsche gefreut, dass du dich so gut geschlagen hast. Das ändert sich, bis er sich da reingefuchst hat. Ja, nur du musst ja oft so hinten nachfahren, weißt du. Dann hast du einmal weiter vorn sein können. Schon wieder vercheckt. Ach, Kotze. Ha! Boom! Ist das knapp. 3,24,90, 3,25,09. Okay. 19. Sekunde. Eine Rennen wolltest du noch, ne? Hast du eine, ja. Dann hat eine geschnädigte Tier. So, gut, wechseln wir mal. Warte mal, letzte Rennen hast du gesagt. Dann gehen wir mal in die Stocks und fahre einfach mal die Karriere. Gut, erklär mal zu. Okay. Ja, man sieht richtig, welche Karre ich da fahre. Aber ich hab nicht geschaut, aber ich werde gleich sehen, jetzt bin ich überholt. Vier Punkte. Das hast du sofort erkannt. Sicher, ich kenne das auch. Ich habe jetzt einen vierten Punkt. Ich dachte, ich fahre jetzt extra mal eine Stockkarre. Was schlau war? Ja, perfekt. Das war schlau. Ich muss den noch fertig machen als Pinkes Beast. Einfach so aus Spaß. Ja. Ich habe ja so einen Motor getuned in Most Wanted. Mhm. Fertig getuned, aber der fährt nicht so gut wie deiner. Ich habe eine Stockkarre nur. Ja, ist ja, dann eigentlich nichts getuntes. Ja, aber du fährst einfach besser. Ich wundere, dass ich auf Kami hinten lasse. Ja.
Die hat ja gestern auch nicht so, auch nicht so lange gespielt. Die Tomate nicht kommen will. Ich glaube bis 1:30 oder 2 haben wir das Highstacks noch eingerichtet. So lang? Oh shit. Ja, ist das doch gar nicht so viel Arbeit gewesen. Ja, das hat nicht so funktioniert wie bei dir. Bei mir war es schnell durch. Ich habe die Dateien bekommen, habe den Ordner angepasst. Ja, bei ihm haben wir es anders bekommen. Weil er verwendet jetzt den gleichen Ordner wie bei... Ja, wie bei dafür, ja, nur andere Exe. Hoffentlich hat er für... das ist sonst für TR keine Probleme macht. Das ist alles okay. Na, Mixer regelt das normalerweise. Rute spielt ja auch so. Na gut, dann geht's ja. Er hat ja nichts verändert, er hat nur die Echse reingegeben. Ja, und die Echse. Ja, und das bei ihm greift halt die Echse und nicht die HS-Game. Deswegen. Ich habe aber komplett mit dem Ponto abgeräumt. Ja.